bitteren Start- bzw. Wurfnummer. Und da haben wir schon die Tirolerin. Erster Versuch. Ja, der war zaghaft. Der war gar nicht so nach Wunsch. Wir erinnern uns, 15 Meter war ihr Ziel. Das war jetzt deutlich weniger, war auch ein sehr unrunder Stoß, wenn ich mir das erlauben darf, als Beurteilung. Ist ja auch jetzt gar nicht zufrieden damit. So, Alina Schuch, der direkte Vergleich. Auch ein Teenager, eine ganz junge Athletin. Die unter 20 Europameisterin des Vorjahrs. Für Andrea Oberzofer waren es 12,71 Meter. Da muss eine gewaltige Steigerung her, natürlich. In ihrer eigenen Erwartung. Ja, Gruppe B hat noch nicht begonnen. Ja, die Ukrainerin deutlich stärker. 14,14 Meter und das ist gleich einmal neuer Bestwert in einem Siebenkampf. In dieser dritten Disziplin, da wird es keinen Meeting-Rekord geben, so viel kann man voraussagen, denn da liegt die Bestmarke knapp unter 17 Meter von Austra Skuite, die mit Abstand beste Kugelstoßerin, die ja dann auch zu den Spezialistinnen zwischendurch gegangen ist, dann wieder zurückgekommen ist zum Siebenkampf, also 16 Meter. Sind heute nicht zu erwarten, aber ein 15er, warum nicht? So, Norwitz und als nächste kommt dann Verena Preiner. Da geht's ihren Vorstellungen um eine Leistung so rund um 14 Meter. Zuvor noch Bugard in der Gruppe B an die 12 Meter Marke. Die Gesamtzweite zählt im Kugelstoßen nicht zu den stärksten, also da wird es im Bereich 12 Meter bleiben. Sieht man allein schon körperlich, Bugatti, schnelle, flinke, zarte Athletin. Daher gut im Sprint, gut im Sprung. Und Verena Preiner. Ah, knapp an die 14 Meter Marke, also ein solider erster Versuch. Damit kann man auf jeden Fall einmal leben. Vielleicht jetzt dann bei den restlichen zwei Versuchen noch eins draufsetzen. Blick auch hinaus zu Wolfgang Adler, der da an der Bande natürlich genau zuschaut, gleich das Feedback gibt. Da hinten sehen wir ihn. Aber 13,63 Meter waren es und das ist jetzt die deutsche Anna Maywald. Die 14 Meter Marke hin, 13,93, zweitbeste hinter Lina Schuck. Maxima hat auch schon einen 14 Meter Wert zu Buche stehen bei ihrem besten Siebenkampf. Der war in London 2012 bei den Olympischen Spielen. Ja, auch nah hin, momentan so ein Zielwerfen auf die 14 Meter Linie hin. Wem gelingt dann der hoffentlich baldige erste ganz große Stoß? Diese Gruppe A mit Maximova ist die von der Bestleistung höher einzuschätzende Gruppe. Jetzt Alex Kuchenor, eine der vier US-Amerikanerinnen.
billiger Stil, aber der erste deutliche Versuch über die 14-Meter-Marke. Das ist eine neue Top-Leistung. Persönlich und auch im gesamten Feld. Stoßen nicht ganz so die Publikumsdisziplin, wo dann die ganz großen Freudenausbrüche stattfinden. Natürlich nicht so spektakulär wie eben gerade vorhin der Hochsprung. Jürgelis Rodriguez. Oh, der schaut gut aus. Ja, der geht an die 15 Meter ran. Und Rodriguez hat eine Bestleistung von 14,64. Also da haben wir jetzt erstmals einen Top-Wert zu sehen bekommen. 14,95 Meter. Persönlicher Rekord für die Kubanerin. Und jetzt Caroline Schäfer. Vor einem Jahr hat sie hier 14,76 gestoßen. War auch glänzend. Da war es nicht. Deutlich nicht. Ähnlich wie bei Andrea Obetshofer, der erste Misslungen. Zwar gültig, aber natürlich 3 Meter fast zu kurz. Und gar nicht gültig, da ist Schäfer dann letztlich auch rausgestiegen, hier sehen wir es. So, Mareike Arndt und dann Fissatou Thiam. Dann schauen wir wieder ganz genau hin, was die Belgierin uns da zu bieten hat. Starke 14,5 in etwa für die Deutsche, die das zu leisten imstande ist, schon weiter gestoßen hat. Sarah Lager, 13 Meter hätte sie gern oder mehr, hat sie uns im Interview gesagt. Anlage B. Ja, der ist super. Weit über die 13 Meter. Bravo, Sarah Lager. Bestleistung. In der Halle 13,85 heuer schon gestoßen. Aber jetzt gleich rüber zur Anlage A. Nafi Thiam. 3 Versuche gibt's. 14,51 Meter beim Rekord letztes Jahr. Ja, da ist sie schon drüber. Gleich im ersten Versuch. Nicht viel, aber doch. Jeder Punkt ist wichtig am Weg zum möglichen Europarekord. Mittlerweile eine Athletin, die keine Schwäche mehr hat. Auch in den Läufen, wo sie vor allem über 800 Meter dann oft deutlich verloren hat. Längst konkurrenzfähig. So, kleiner Studienvergleich. Natürlich die große Belgierin und auch Sarah Lager gleich mit einem Lächeln, die hat sofort verspürt. Das war gut, das war super. Sarah Lagers weiter, na, 13,33. Ein bisschen mehr geschätzt, ehrlich gesagt. Thiam 14,70 und das ist die womöglich beste im Kugelstoßen. Anouk Vetter. An die 15 Meter hin, ja. Vetter muss auch ein bisschen was gut machen. Liegt derzeit nur Frank 14. Und schon deutlich über die 15 Meter stoßen können. 15,69. Jetzt sind es 14,85. Und damit bleibt Rodriguez einmal vor Vetter und Thiam. Aber schon einmal im ersten Durchgang sehr gute Leistungen. Das muss jetzt Andrea Obetshofer korrigieren sozusagen. Der erste Versuch nur 12,71. Sie nimmt sich als Ziel die 15-Meter-Marke. Alles Gute für den zweiten Durchgang. Besser, aber weiterhin mit 13,5 Meter etwa geschätzt. Doch deutlich hinter dem Plan in ihrer Lieblingsdisziplin. Mit der etwa 65 Punkte wert. Das als Anhaltspunkt. Also es ist beim Kugelstoßen jetzt nicht so rasend viel zu gewinnen oder verlieren, aber natürlich. Was man hat, hat man. 13,54 Meter. Deutliche Steigerung. In ihrem einzigen Siebenkampf in Lustenau letztes Jahr war es ein bisschen mehr. Der Schuck, die versucht es über die Geschwindigkeit und das gelingt ihr gut.
mächtige Ukrainerin. U20 Europameisterin. Absolute Konkurrentin im Nachwuchs auch von Sarah Lager und Andrea Obetshofer. 14:01. Ja, 14:14 aus dem ersten noch immer der bessere Wert. Kritschadeko hat 11:74 geschafft, kann deutlich mehr. Also über die 13-Meter-Marke wäre schon für sie zwingend nötig, ist noch nicht gelungen. Interessant, Sarah Lager hat mit den 13,33 Metern jetzt fast eine Punktlandung nach drei Disziplinen gegenüber ihrem Bestwert aus Grosseto letzten Jahres bei der Junioren-EM. 6,083 hat sie damals in Summe geschafft. Hat gar nicht geklappt, die Belgierin Norwitz bis jetzt auch im Bereich ihrer Bestmarke durchaus vergleichbar mit Sarah Lager vom Niveau. Jetzt mit 11,88 allerdings bleibt ihr dann nur noch ein Versuch, um das zu verbessern. Nächste ist Verena Breiner. Die hat mit 13,63 schon einmal wirklich gut begonnen. Alles, was kommt, ist erfreulich. Ja, super Schlag, super Wurf, Schlag will ich schon sagen. Super Stoß außerdem, nicht Wurf. Na, fast schon geneigt, bei 14 Metern von einem Wurf zu sprechen. Wird wahrscheinlich knapp drunter sein, denn das Band, das 14-Meter-Band hat sie erreicht. Gültig ist der Versuch. Ja, gut, dass ich mich täusche. 14:02 Verena Breiner, damit hat sie exakt das, was sie erreichen will, geschafft, die 14 Meter oder sogar mehr aufs Konto zu bekommen. Kann man jetzt schon nach drei Bewerben sagen, es läuft sehr gut. Sehr dynamisch, Anna Maywald, aber sie wird wohl bei 13,93 im Moment hängen bleiben vor dem letzten Durchgang. Erika Bugert. Ja, das war auf ihr Niveau bezogen eine sehr gute Leistung über die 13 Meter. Deutliche Steigerung. Und Maxima war etwa 13,5. Schauen wir, was bei Bugert da tatsächlich rausgekommen ist. Ja, 13,02, eine gewaltige Steigerung für die US-Amerikanerin. Die wird schon langsam zu einer ernsthaften Kandidatin für einen Top-3-Platz. Maxima war bleibt bei 13,73 aus dem ersten Durchgang. Eine der besten fünf, Alex Gouchenour, 14,25 im ersten. In ähnlicher Manier für die Athletin aus Iowa. Also jetzt 14,16, 9 cm kürzer, es bleibt bei den 14 Metern und 25. Und jetzt Jörgelis Rodriguez, die ist schon sehr gut bedient nach dem ersten Versuch mit persönlichem Rekord. Und er ist wieder exzellent, aber 14,95. Das ist die bis jetzt beste Marke im gesamten Feld, also der Disziplinensieg für den Moment in Händen der Kubanerin. 14,30 Meter waren sie jetzt, also 65 cm kürzer. Kommen noch vier in der
Gruppe A. Caroline Schäfer, ungültig der Erste, der misslungen ist. Nicht zufriedenstellend, aber hoffentlich jetzt gültig. Schauen wir noch einmal. Sie da nicht überdreht. Nein, sie dreht wieder drüber. Ui. Das haben wir in den Jahren in Götzis natürlich schon sehr oft erlebt. Wenn ein Athlet oder eine Athletin im Kugelstoßen irgendwie den Rhythmus verliert, dann wiederholt sich das oft einmal dreimal. Hoffentlich nicht bei Schäfer, aber sie hat jetzt zweimal quasi denselben Fehler gemacht, drüber gekippt bei einem durchschnittlichen Wurf. Stoß. Knapp an die 14 Meter. Sie kann mehr, aber sie braucht jetzt in jedem Fall einen Versuch in der Wertung. Sehr stark, Mareike Arndt. 14,5 im ersten. Und ähnliche Leistung im zweiten. Ratingen letztes Jahr 14,75 Meter geschafft. Also jetzt knapp unter der 14,50er Marke. 14,42. Starke Serie für die 26-Jährige. Aber ihre Teamkollegin, die strauchelt jetzt gewaltig, Caroline Schäfer. Und das spielt natürlich in die Hände von Nafisatou Thiam. Erster Versuch, schon 14,70, zweiter Versuch, an die 15-Meter-Linie. Uiuiui. Da geht schon wieder weiter. Geht schon wieder ganz weit nach oben. Mit 14,70 Metern hat sie schon wieder ein Plus gegenüber ihrer Vorjahrsleistung geliefert und jetzt 14 Meter. 93, nochmal 15 Punkte dazu auf die Gesamtwertung. Wir halten momentan bei 52 Punkten plus für Thiam gegenüber sich selbst. Und Sarah Lager wieder ganz stark an die 13-Meter-Marke ran. Und eine haben wir noch in Durchgang 2, Anouk Vetter. Auf Platz 3 zurückgerutscht in der Disziplin. Oh, der war überragend. Überragend an die 15,5 Meter. Wahnsinnig schnell. Übernimmt sie auf jeden Fall einmal jetzt die Führung mit dem ersten 15 Meter Stoß des Tages. 15 Meter 38. Besser als bei ihrem Wettkampf in London bei der Weltmeisterschaft. Dort, wo sie den Nationalrekord der Niederlande aufgestellt hat. So, jetzt Daumen drücken für Andrea Obetshofer. Hat sich viel mehr vorgenommen für diese ihre Lieblingsdisziplin. Nein. Leider nicht. Leider nicht. Das Ziel 15 Meter war ein sehr hohes, muss man sagen. Mutig ausgesprochen. Es werden letztlich aber eben nur 13,5. 13,54 genau. Da wird sie traurig sein. Zwei Bestleistungen in den ersten zwei Disziplinen. Jetzt leider nicht. MGB, ein toller Versuch von Annie Kunz über die 14 Meter. Knapp drunter, 13,98. Weiter geht's mit Alina Schuck, die hat die 14 Meter schon geschafft. Tolle Serie. Ist in der Anlage B mit 13,98 die stärkste. Hier geht es natürlich in andere Dimensionen. Alina Schuck immer an die 14 Meter, 14,14, also im ersten Versuch bleibt der Bestwert. Gritza Deko aus Estland, die hat mit 12,76 noch zu wenig im Ergebnis stehen. Bestleistung ist einen Meter besser. Das bleibt heute dabei. Großer Punkteverlust für die Estin gegenüber ihrem Leistungsvermögen.
Und das gleiche gilt dann auch für die nächste, für die Belgierin Norwitz, die bis jetzt schön auf Bestleistungskurs unterwegs ist. Aber im Kugelstoßen fehlt einiges. Ja, und die 11,88 aus dem ersten Versuch waren kein Zufall. Auch im dritten geht dann nicht viel mehr. Der nächste dann, Verena Preiner. Ja, 12,29, leichte Verbesserung gelingt der Belgierin noch. Verena Preiner mit 13,63 eingestiegen, dann 14,02 und damit im Prinzip schon beim Erreichen ihres Ziels. Was schafft sie im dritten Versuch? Ja, noch einmal über die 14 Meter. Tolle Serie. Schön gemächlich vom ersten bis zum dritten Versuch gesteigert. In der Halle sind dir 14,36 gelungen. Das könnte in den Bereich hinkommen. Aber jetzt habe ich schon ein paar Mal verschätzt. Ich warte lieber. Ja, 14,19 Meter. Deutlich besser als in Büttgosch letztes Jahr. Und das ist es, was zählt. Kommen 15 Punkte mehr als damals bei ihr in die Wertung. Damit hat sie im Prinzip den Hochsprung ausgeglichen und hat noch das Guthaben aus dem Hürdensprint gegenüber ihrer Bestleistung. Also im Bereich an die 6.300 kann sie immer noch denken, nach drei Disziplinen. Na, Anna Maywald macht diesen Versuch ungültig, weiß das schon, das ist nicht besser als zu Beginn. Jana Maximova, 13,73 aus dem ersten Versuch, noch immer ihr Bestwert. Und der war jetzt deutlich besser, der war richtig gut. Dieser Stoß auf etwa 14,5 Meter, da hat sich die Weißrussin jetzt sogar eine persönliche Rekordmarke gekrallt. Ist bei ihr eher selten der Fall. In den letzten Jahren, da ging es leistungsmäßig eher bergab. Oh, 14,39 Meter, sehr erfreulich. Persönlicher Rekord für die erfahrene Weißrussin. Alex Kuchenur unter der 14 Meter Marke diesmal, daher bleibt sie bei erreichten 14,25 Metern. Sechster Platz in dieser Disziplin. Jetzt kommen noch fünf. Vier, die schon sehr gute Leistungen geboten haben und eine, die noch gar keinen Zentimeter im Ergebnis stehen hat. Nach zwei Fehlversuchen. Jorgelis Rodriguez. Knapp über 14 Meter, das war schon besser. Aber 14,95, toller persönlicher Rekord. Die Kubanerin rutscht auf Rang 2 vor im Gesamtklassement. Liegt auch auf Platz 2 aktuell noch im Kugelstoßen. So, den hat sie nicht gebraucht, aber dringend braucht Caroline Schäfer einen gültigen Versuch. Zwei Fehlversuche, zweimal drüber, gekippt. Und dann passiert genau das. Mit dem Wissen, dass die Geschichte heikel ist, dass sie irgendwie nicht reinkommt, stößt sie den dritten Versuch aus dem Sektor und die Mitfavoritin auf den Sieg, Kandidatin auf einen möglichen 7000-Punkte-Wettkampf ist draußen. Dreimal 0 ist 0. Große deutsche Hoffnung für diesen Bewerb. Caroline Schäfer hier ohne gültigen Versuch, auch wenn er reingegangen wäre in den Sektor. Sie ist wieder drüber gestiegen. Und wie so oft haben wir das, dass der eine Fehler nicht weggeht bei den drei Versuchen. Entweder dreimal aus dem Sektor oder wie bei ihr einfach den Schwung nicht abfangen können. Große Enttäuschung für die eine Deutsche.
Ja. Starke Leistung von der anderen Deutschen, Mareike Arndt, die dreimal an die 14,5 Meter gestoßen hat. Einen davon hätte Caroline Schäfer liebend gern genommen. Also da ist jetzt gerade ein Platz am Siegespodest frei geworden. Wobei, fairerweise muss man sagen, in Götzes kriegen die ersten 10 einen Platz oder auf dem einen Podest, das es gibt. Der Platz ganz oben, der ist momentan zementiert. Aber wohin führt er punktemäßig Nafisa Tutiam? Sie muss natürlich auch den Wettkampf noch zu Ende bringen. 14,93 Meter hat sie schon geschafft. Geht der 15er noch im Kugelstoßen? Letzter Versuch. Der ist sehr gut. Der ist überragend weit. Und es wundert uns mittlerweile gar nichts mehr. Ich krieg schon langsam Angst. In der Halle 15,5 Meter gestoßen. Warum soll es im Freien nicht gelingen? Denkt sie sich und macht es einfach. Da ist der Flug der Kugel schon vom Jubel begleitet. 15,29 Meter Nafisa Tutiam mit einem weiteren persönlichen Rekord. Eine Athletin, die 7013 Punkte stehen hat, pulverisiert ihre Bestmarken hier nach Belieben. Weitere 52 Punkte, besser als letztes Jahr. Und jetzt liegt sie gegenüber ihrem Wahnsinnswert aus dem Vorjahr schon 76 Punkte im Plus. Das heißt, sie hat einen Puffer auf Carolina Klüfts Europarekord. Es geht in die richtige Richtung. Und das ist ein finaler Traumstoß von Anouk Vetter. Der wird die Niederländerin auch Richtung Podest führen. Spannender Kampf um Platz 2 ist da jetzt vorprogrammiert. Denn der nächste persönliche Rekord ist fällig. Es waren 15,69, jetzt sind es 15,91 Meter. Wahnsinn! Riesenshow, die uns da jetzt noch zum Abschluss geboten wurde. Freut bei Vetter, Tiam oder Rodriguez, Leid bei Caroline Schäfer, die ausscheidet. Also die 16 Meter, die waren noch nicht so oft erreicht worden in Götzis und 15,91 ist ganz gewaltig. Die belgisch-niederländische Phalanx im Kugelstoßen. Exzellent. Gruppe B ist gerade jetzt zu Ende gegangen mit Annie Kunz. Sarah Lager hat einen letzten Versuch ungültig gehabt, hat aber ihren starken Wert ja schon zu Buche stehen mit 13,33 Meter. Fertig. Wir sind fertig. Ehrlich? Ja. Da haben wir nochmal den dritten Versuch von Sarah Lager. Er war auch an die 13 Meter, tolle Serie, gibt es überhaupt nichts auszusetzen, aber sie lässt ihn eben nicht messen, im Wissen, dass der bessere Versuch schon der erste war.